So Leute, hinter mir ist die Gamescom und da werde ich jetzt gleich hingehen und werde alle Games testen und so weiter. Und damit willkommen zum Gamescom Vlog 2017, Tag 1 auf der Gamescom am Mittwoch, den 23. August. Ich gehe wie gesagt das rein, treffe viele Spiele und halte alles mit in diesem Vlog und damit willkommen zu meinem Vlog zu Gamescom 2017. Also Leute, ich bin jetzt auf der Gamescom und habe auch einen Zuschauer getroffen, mit dem ich zusammen auf der Messe bin und ich muss sagen, das ist schon sehr cool und vor allem, es ist kaum voll. Ich dachte immer, die Gamescom ist total überfüllt und alles, aber es geht eigentlich. Ja, es sind schon viele Leute da, aber wenn man nicht gerade Blockbuster spielen will, kann man das gerne tun. Und Nintendo hat auch einen fetten Stand mit vielen, vielen Spielen. Ich hoffe, dass euch das später noch Game-Material liefern kann. Und Elgato hat auch einen Stand und alles. Das werde ich euch nochmal genauer zeigen, wenn wir an jeweiligen Ständen sind. Gerade sind wir jetzt hier bei World of Warcraft. Kommen wir nicht spielen, weil da 180 Minuten Wartezeit, das ist ein bisschen viel, aber ja, wie gesagt, sobald es irgendwas Cooles gibt auf der Messe, werde ich das updaten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, also, ganz Update. Inzwischen haben wir uns erstmal nach draußen begeben und ich habe mir jetzt als offizielle Gamescom-T-Shirt geholt. Ich hoffe, man kann es sehen, wo auf der Rückseite sogar mein Name drauf steht. Damit könnt ihr mich finden, falls ihr morgen auf die Messe geht. Und ansonsten, man merkt, es wird voller und voller. Wenn du mal genau dahin zeigst, sieht man, es kommen immer mehr Leute zur Messe, was ich auch verstehe. Ja, ich habe bis jetzt immer nur noch anspielen können. Mal schauen, was wir noch anspielen können. Die werden es erstmal auf die gesamte Messe schauen. Und wenn was Interessantes ist, werde ich mich wieder melden. Nimm's auf. Und man merkt, es ist schon inzwischen viel mehr los. Und ja, die Stimmung ist richtig cool. Ich werde es auch gleich den YouTuber geben, Autogramme verteilt. Nein, ich bin nicht ich. Wir schauen gleich aber erstmal, dass wir irgendwas essen. Und dann werden wir schauen, dass wir endlich auch mal Spiele spielen können. Wobei ich glaube, bei den Großen, hier ist es eher schwer. Ich würde vorschlagen, ich bleibe es einfach dann gleich wieder, wenn wir beim Essen sind. Also, Update, wir sind inzwischen beim Essen. Wir haben hier auch Essen, wie man sehen kann, was wir jetzt essen werden. Und nach dem Essen werden wir jetzt, wie gesagt, nochmal reinbegeben. Und dann werdet ihr endlich hoffentlich auch mal Gameplay-Material sehen von Spielen, die wir testen werden. Ich denke mal, es wird ganz cool. Und ja, jetzt essen wir erstmal und dann melde ich mich nach dem Essen wieder. Also, so Leute, kleines Update, ich hoffe, man versteht mich, hier ist nämlich gerade ein bisschen laut. Wir sind gerade auf der Suche vom Warner Brothers Stand, an dem wir uns gleich noch so Sitzstühle holen werden. Und daraufhin werden wir mal zum exklusiven Endzone Stand schauen, der hier auch in Halle 8 ist. Und werden uns generell noch vieles weitere in Halle 8 anschauen. Und dann hier haben wir noch Xbox, haben wir, ist hier auch am Stand, da werden wir gleich mal vorbeischauen. Vielleicht können wir euch die neue Xbox auch zeigen. Und ja, wir melden uns gleich wieder, wenn wir am Warner Brothers Stand sind. Also Leute, wir sind jetzt hier am Microsoft Stand und werden uns mal anschauen, was hier so gibt. Wie man es vom Hintergrund schon entnehmen kann, hier ist gerade irgendwie Party, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir gleich schauen, ob wir die Xbox One S sehen werden. Und werden uns die ein bisschen mal anschauen. Und schauen uns sonst noch an, was Microsoft hier zu bieten hat. Und wenn wir es pressen, würde ich sagen, wir schauen den Stand einfach mal genauer an. So, wir sind hier gerade am Mixer-Stand hier von der Microsoft. Hier kann man Popcorn nehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal Popcorn. So, und hier kann man Minecraft spielen. Mixer ist über ganze Streaming-Plattformen raus, wie YouTube und Twitch. Und hier ist, wie gesagt, Xbox. Und wir werden uns das jetzt noch genauer anschauen. Kommt mal mit. So, also ich nehme jetzt einfach mal ein kleines bisschen hier mit auf der Messe und hier am Xbox-Stand kann man sehr schön sehen, haben die viele Sachen, hier kann man sich anstellen, etwas zu spielen und hier, das ist glaube ich noch die Xbox, ja, das ist Xbox One S. Und das könnten wir jetzt theoretisch, glaube ich, sogar spielen, oder? Praktisch weißt du mal nicht, ob wir es können. Kann man nicht spielen? Keine Ahnung, ich glaube schon. Okay, anhalten. So, also ich spiele jetzt hier. Danke. Also ich probiere jetzt hier dieses Spiel zu spielen.
Ich hoffe, man versteht mich. Kannst du mal probieren, den Bildschirm zu filmen, bitte? Bildschirm. Bildschirm! So. Also ich gebe jetzt meinen Namen ein. Der ist David. Und das ist dann. Nee. So, nochmal. So, das ist dann das erste Game, was ich hier richtig live auf der Messe spielen kann. So, wir sind in dem Game hier auch schon drin. Und ja. Wie gesagt, das ist erscheint für die Xbox, heißt Away. Ich vermute, so ein Download-Titel, würde ich denken. Ja. Und wir haben meinen Charakter, also es ist quasi in der Selbstansicht, also ich bin quasi der Charakter, der rumläuft. Und wir. Ja, ist einmal ein kleines Bild Gameplay aufnehmen, den ich ein bisschen was erkläre, weil man hört mich tatsächlich trotz des. Trotz des Lärms an der Messe hört man mich. Und so. Ich hoffe zumindest, dass man mich hört. Und das erinnert sich ein bisschen Open World mäßig aus, so. Ja, es ist zum Witz, hier an der Messe zu stehen, ein Spiel zu spielen und dazu dann zu kommentieren. Ne? Das ist sehr cool. Und ist definitiv auch mal eine coole Tatsache, das einfach mal gemacht zu haben. Und hier kommen wir jetzt ein paar Sachen kaufen, die zumindest sehr danach aus. Ja. Und wir haben die schon getötet, das haben wir sehr gut gemacht. Ja, das war's bei der Gameplay von diesem Spiel. Wir sehen vermutlich gleich wieder, wenn wir uns die neue Xbox One X anschauen werden. Bis gleich, Leute. Also, ich war jetzt inzwischen beim Xbox-Stand und mache mich jetzt wieder weiter auf den Weg. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Neuigkeiten und sowas gibt, sage ich natürlich Bescheid. Aber bis jetzt mein Eindruck von der Messe sind schon wirklich sehr cool. Und ich glaube auch, dass es nicht umsonst die größte Videospielmesse der Welt ist. Inzwischen konnten wir zwei Xbox-Spiele anspielen. Eins davon habe ich ja gerade gezeigt und das andere werdet ihr dann vermutlich auch noch dann mal sehen, wenn man sich das mal anschaut, was hier alles los ist. Das ist echt cool. Wir gehen jetzt vom Typ das T-Shirt abholen und schauen dann zu Endzone Loans und ich denke mal, dass wir uns dann da wiedersehen werden, dementsprechend. Bis gleich, Leute. Nicht auf. Okay, also. Mal wieder Zeit für ein Update. Wir waren gerade beim Endzone-Stand und haben da diese Tüte hier mit coolen Zeugs bekommen, weil wir Abonnenten von der Endzone sind. Und ich zeige euch jetzt gesehen, was da drin ist. Das ist nämlich ganz cool. Hier haben wir einmal ein Magazin von denen, Crossplay. Da sind verschiedene Crossplay-Kostüme drin. Des Weiteren ist auch noch ein cooles T-Shirt drin. Und auch noch ein cooles Vault of Tanks T-Shirt drin, was man jetzt sehen kann. Ganz coole Sache. Des Weiteren ist ein Battlefield von Energy Drink und ein Stüsselanhänger drin und ein Kugelschreiber. Ein Notizbuch und noch ein paar andere Flyer. So. Dementsprechend hat es gelohnt, hier hinzugehen. Ich konnte man es auch gut ausruhen. Und wir werden jetzt erstmal ein T-Shirt abholen. Danach werden wir zur Halle 10 gehen, wo es dann weitergeht. Oder so ähnlich. Dementsprechend werden wir uns bei nächstgelegener Möglichkeit wieder melden. Also, ja, wir sind jetzt hier am Twitch-Stand und schauen, was es hier so toll es gibt, ich tue das selbst auf Twitch Livestream, dementsprechend ist das ganz praktisch, mal hier vorbeizuschauen. Ja, die haben hier eine tolle Lounge und alles. Wäre es ein bisschen größer, konnte ich davon jetzt auch was abhaben, aber was soll's. Tu mal durch die Gegend filmen. Wir sehen hier gerade einen Twitch-Stand, sieht sehr cool aus, definitiv. Und ja,
ist definitiv cool und ich denke mal, wir werden uns dann gleich wiedersehen, wir werden jetzt noch die anderen Stände anschauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, also, ja, wir sind jetzt hier inzwischen einer bisschen abgelegenen Stelle Richtung Halle 10 und haben uns jetzt hier einen Stuhl zusammengebaut. Ich kann mal Stühle bauen lassen. Wir haben unsere Stühle zusammengebaut für den Rest der Messe und wir werden jetzt folgend noch Halle 10 anschauen. Die anderen Hallen habe ich zum Teil ja schon gezeigt und der Rest wird dann im Vlog kommen, der morgen kommt. Und dementsprechend sehen wir uns gleich in Halle 10 wieder. Kleines Update beim Rande, wir waren gerade hier am Discord-Stand und haben da einen coolen Sticker bekommen. Dafür mussten wir nur ein Foto posten. Dies haben wir gerade gepostet und wir werden jetzt hier weiter umschauen, gehen zum Elgato-Stand. Da zeige ich euch das Neueste von Elgato. In dem Fall den neuen Screen von Elgato und Camlink. Das sind sehr spannende Sachen, die ich euch gleich hoffentlich zeigen kann. Und ansonsten, wenn es wieder irgendwas Cooles gibt von der Messe, wir zeigen es definitiv. Ich habe auch gerade ein Live-Video gemacht, was ich euch anschauen kann auf Instagram. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Elgato-Stand wieder. Also, Update. Wir waren nochmal beim Discord und haben dabei ein kleines Spiel mitgemacht und da habe ich sogar dieses coole T-Shirt hier gewonnen, das ist sehr cool. Und ja, ansonsten haben wir auch VR getestet, da waren wir in so einem Auto drin, das ist auch eine ganz coole Sache, das werde ich jetzt auch gleich nochmal einblenden. Und als nächstes gehen wir in die Halle 5. Denn dort 5-2, dort wird es Merch und sowas geben, also vom Gaming-Zeug. Und ich würde vorschlagen, sobald wir dann in der Halle sind, zeige ich euch einfach mal die Halle. Dann bist du jetzt wieder dort wieder. Also, bis gleich. Also Leute, so, kleines Update zwischendurch. Wir sind jetzt hier inzwischen bei Halle 5.2 angekommen, beim Merch-Stand. Wenn du mal rumfilmst, man sieht hier, die haben ja einen Haufen Merch. Das ist auch wirklich sehr cool. Ich bin erst erstaunt, was die hier alles so haben. Ist ja viel, viel größer im Vergleich zu dem, was wir bei Elmwald oder so sehen, natürlich. Ja, das ist definitiv ganz cool und ich habe auch viele, viele Eindrücke von der Messe gesammelt. Ich hoffe, dass ihr die einigermaßen jetzt auch so sehen konntet, was hier abgeht bei der Messe, auch wenn ihr nicht da wart. Es kommt gleich noch jetzt eine Frequenz, wo ich mich noch also abziehen werde und noch was Allgemeines zum Essen sagen werde. Ansonsten, wie gesagt, hier alles voll mit Merch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, ja, wir sind nochmal am Ubisoft-Stand und das war's mehr oder weniger mit meinem Tag auf der Gamescom hier. Ich habe noch eine Stunde vor mir, die werde ich nochmal verbringen, mit ein bisschen Gameplay aufnehmen und selbst nochmal auf die Messe schauen. Aber das war's an der Stelle mit dem Vlog. Morgen kommt nochmal ein Vlog und schaut bei mir auf Instagram vorbei, da seht ihr auch Live-Bilder und so weiter. Und ansonsten würde ich sagen, einfach danke fürs Zuschauen von Vlog. Wenn es gefallen hat und ihr es öfter sehen wollt, einfach gerne einen Daumen nach oben geben. Guck mal durch die Gegend hier. Und mit den Bildern, die wir hier durch die Gegend haben, verabschiede ich mich jetzt vom Vlog. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao! Thank you.